ein Riesenproblem, das im Prinzip nicht gelöst ist. Billigen Strom in unendlichen Mengen zu erzeugen, das sind schlicht Märchen. Ja, die Atomkraftnutzung ist doch eine sehr, sehr umweltfreundliche und sehr, sehr klimaschonende Art der Energieerzeugung. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es ist wieder Freitag und es ist wieder Zeit für ein kurzes Wort zum Freitag. In dieser Serie nehme ich immer so ein Thema auf, was mich in dieser Woche besonders beschäftigt hat, rund um den Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien. Ja, und wie sollte es anders sein? In dieser Woche war der Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima natürlich für mich persönlich das Wichtigste, was passiert ist. Und es gab verschiedene Zeitungsartikel dazu. Ich habe auch verschiedene Presseschauen mir dazu angeguckt und mal so ein bisschen rumgesurft und mir natürlich auch meine eigene Meinung dazu gebildet und wollte die mal hier kurz wiedergeben. Deutschland ist nach einigem Hin und Her, ja nach der Atomkatastrophe in Fukushima, aus der Atomenergienutzung ausgestiegen. Damals wurden einige der Atomkraftwerke sofort abgeschaltet, andere zwischendurch und einige Atomkraftwerke, einige wenige AKWs, die laufen noch bis zum Ende des nächsten Jahres. Es war so, dass in der Zeit zwischen 2012 und 2015 die CO2-Emissionen in Deutschland dadurch angestiegen sind. Die Kohlekraftwerke mussten stärker laufen. Es wurde auch zum Teil Strom aus Frankreich und Tschechien importiert. Da wurde natürlich dann so ein bisschen gelacht drüber, von wegen Deutschland schaltet seine AKWs ab, aber importiert dann Atomstrom aus anderen Ländern. Was soll das? In der Zwischenzeit hat sich das aber alles ein bisschen gewandelt. Und wie wir alle wissen, sind die CO2-Emissionen trotz abgeschalteter AKWs weiter runtergegangen. Auch sicherlich dem geschuldet, dass immer mehr erneuerbare Energien im Netz sind. Im letzten Jahr hatten wir rund 50% Anteil der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Es gibt natürlich inzwischen wieder mehr und mehr Leute, die ja nicht nur immer wieder, sondern auch jetzt immer wieder neu darauf hinweisen, ja, wie soll das ohne Atomenergie funktionieren und wir brauchen die Atomkraft auch weiterhin und man soll doch bitte die Atomkraftwerke wenigstens in Deutschland auch so lange laufen lassen, bis das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gegangen ist. Frankreich hat erst in der letzten Woche für mehrere Atomkraftwerke die Laufzeitverlängerung nochmal um 10 Jahre erweitert, sodass diese dann bis zu 50 Jahre am Netz sein werden, obwohl eigentlich der Betrieb nur auf 30 bis maximal 40 Jahre ursprünglich mal ausgelegt und geplant war. Und damit sind wir eigentlich beim Hauptgrund oder bei einem der Hauptgründe, warum ich persönlich definitiv gegen die Nutzung der Atomkraft bin. Es muss der Atomkraft zugeschrieben werden, das ist gar keine Frage, dass sie Strom erzeugt mit sehr geringen CO2-Emissionen. Auch wenn man die gesamte Vorkette nimmt, also sprich den Bau der Atomkraftwerke, die Förderung des Urans, die Aufarbeitung, der Transport, die Endlagerung, den Abbau der Atomkraftwerke, dann kommt man auf Zahlen, die erstaunlich niedrig sind. Die liegen so zwischen 12 und etwa 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Mal im Vergleich dazu, eine Kilowattstunde aus einem Braunkohlekraftwerk erzeugt etwa 1100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Da muss man zwar noch ein bisschen was abziehen für die Fernwärmenutzung, dann wieder ein bisschen was draufrechnen für den eigenen Stromverbrauch in den Kraftwerken, für die Rauchgasreinigung und so weiter. Also der Unterschied ist erheblich und natürlich kann man dann sehr schnell hinkommen und sagen, ja, die Atomkraftnutzung ist doch eine sehr, sehr umweltfreundliche und sehr, sehr klimaschonende Art der Energieerzeugung. Mit diesen Werten, da kann die Atomenergienutzung natürlich punkten, wenn man so will. Das sind Werte, die definitiv mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mithalten kann. Da haben wir ja so Werte bei der Photovoltaik zum Beispiel so bei ungefähr 50 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, bei der Windkraft so zwischen 5 und 10 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, beim Wasser ähnlich. Das heißt also, ja, die Atomstrom ist CO2-arm, aber wir haben natürlich zwei große Probleme. Das erste große Problem sind die Kosten. Kein Atomkraftwerk auf der Welt läuft ohne Subvention. Das bedeutet, das eigentliche Versprechen, was man mal in den 50er Jahren gegeben hat, nämlich billigen Strom in unendlichen Mengen zu erzeugen,
ist nie erfüllt worden können. Also die Atomenergienutzung ist hoch subventioniert. Milliarden sind in die Forschung und in den Bau geflossen und fließen auch noch in den Betrieb. Man denke nur daran, dass die gesamten, ja, dass mit hohen Milliarden an Förder- und Steuermitteln den Atomkraftbetreibern jetzt sozusagen das vorzeitige Abschalten versüßt wird. Die Atomenergienutzung war nie billig und wird es nie sein. Und sie ist vor allem wesentlich teurer als die Nutzung erneuerbarer Energien. Das müssen alle, die pro Atomkraft argumentieren, schlicht und ergreifend als Fakt akzeptieren. Die Atomenergie ist wesentlich teurer, als man uns immer versprochen hat und auch heute noch verspricht. Das sind schlicht Märchen. Der zweite Punkt ist der, wenn wir mit Atomenergie einen wesentlichen Beitrag leisten wollten, um den Klimaschutz zu ermöglichen, dann müssten wir sehr, sehr schnell die Anzahl der Atomkraftwerke sehr stark erhöhen. In Deutschland, in Europa, in den entwickelten Ländern, sage ich jetzt einfach mal, da beträgt so die Genehmigungsphase für ein Atomkraftwerk zwischen 10 und etwa 20 Jahre. Dann kommt nochmal der Bau hinzu, das auch noch ein paar Jahre dauert. Und wir sehen zum Beispiel an dem Beispiel in Frankreich, im Flamanville-Kraftwerk, dieses Kraftwerk sollte schon seit, ich glaube, ungefähr 10 Jahren am Netz sein und es ist immer noch nicht fertig. Die Kosten sind explodiert. Von günstiger, ich habe es gerade angesprochen, Atomkraftnutzung kann also nicht die Rede sein. Das bedeutet, selbst wenn wir das also machen wollten, dann würde es einfach viel zu lange dauern, um überhaupt noch einen Impact zu haben, um überhaupt den Klimawandel überhaupt noch schnell genug aufhalten zu können. PV-Anlagen, Windkraftanlagen lassen sich viel, viel schneller aufbauen, lassen sich viel, viel günstiger nutzen. Ja, der dritte Punkt natürlich, den man auch noch anführen muss, ist natürlich die Endlagerung des Atommülls. Ein Riesenproblem, das im Prinzip nicht gelöst ist. Wer möchte das Zeug schon bei sich irgendwie unter der Erde haben? Wir müssen hier Lager finden, Lagerstätten finden, die etwa 1 Million Jahre sicher sind. Und auch Lagerstätten konstruieren, bei denen man unter Umständen diesen Atommüll auch wieder zurückholen kann. Denn selbst wenn wir in neuartigen, diesen sogenannten Transmutationskraftwerken die Möglichkeit hätten, einen Teil des Atommülls sozusagen aus diesem Müll wieder Energie zu erzeugen, so bleiben trotzdem Restmengen übrig, die gelagert werden müssen. Also auch hier ein Versprechen, das nicht eingelöst werden kann und vor allem nicht schnell genug eingelöst werden kann. Was bleibt? Was bleibt, ist der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an Strom in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Das Ganze allerdings eine Sache, die jede Bürgerin, jeder Bürger selbst umsetzen kann. Balkonkraftwerke, kleine PV-Anlagen, größere private PV-Anlagen, die Beteiligung an größeren Anlagen und so weiter und so fort. Die Chancen sind gewaltig. Das Thema Speicher ist auch noch völlig unterentwickelt. Es wird uns ja immer wieder vorgeworfen, was macht ihr denn, wenn Dunkelflaute herrscht? Was macht ihr denn, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, das eventuell auch nur für Tage? Dann könnt ihr eure E-Autos nicht laden. Das Thema Speicher wird dabei natürlich immer vergessen, aber das Thema Speicher ist halt von der Politik bisher, sagen wir es mal ganz vorsichtig, nicht unbedingt gewünscht gewesen. Und hier ist noch eine Menge Klärungsbedarf, denn es ist völlig klar, ohne verschiedene Arten an Speichern läuft die Energiewende selbstverständlich nicht. Das ist auch etwas, was ich immer wieder klar und deutlich all diesen Leuten sage. Mensch, wir sind doch gerade mal erst am Anfang der Energiewende. Ihr könnt doch nicht argumentieren, dass es nicht funktioniert, wo wir noch nicht mal die richtigen Speicherkapazitäten dazu aufgebaut haben. Erst wenn das alles zusammen da ist, dann können wir sagen, wir können uns 100% auf erneuerbare Energien verlassen, auch in Phasen von Dunkelflauten zum Beispiel. Ja, und dann muss man in dieser Woche wieder lesen, dass unser Wirtschaftsminister Herr Altmaier schon wieder so vorsichtig anfängt zu bremsen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Man bekennt sich zwar zu diesem 65%-Ziel im Jahr bis zum Jahr 2030 und dann wird aber doch wieder so ein Aber eingebaut. Das Ganze darf sozusagen nicht dazu führen, dass die EEG-Umlage steigt oder Strom immer noch teurer wird. Ja, Herr Altmaier, da kann ich Ihnen eigentlich nur sagen, Sie haben es doch jetzt schon seit Jahren in der Hand, an der EEG-Umlage vernünftig zu arbeiten und sie nicht einfach nur künstlich zu deckeln und abzusenken, sondern einfach mal zum Beispiel auch an den gesamten dieses gesamte Umlage- und Abgabensystem, was den Strom belastet, einfach mal durchzuforsten
und Dinge rauszunehmen, die mit der Stromversorgung einfach mal nichts zu tun haben. Warum müssen wir alle, wir Stromkunden, denn zum Beispiel dafür bezahlen, wenn ein Windpark irgendwo nicht schnell genug angeschlossen werden kann ans Netz? Warum ich dafür zahlen muss, warum ihr dafür zahlen müsst, das erschließt sich mir nicht, das ist nicht mein Problem. Ich muss trotzdem dafür bezahlen, verstehe ich eigentlich nicht so ganz, wird mir auch nicht so ganz klar. Vielleicht, Herr Altmaier, können Sie mir das mal erklären. Es gibt aber auch bereits Bestrebungen, das finde ich sehr, sehr positiv und das ist sicherlich eine der ganz großen Aufgaben der nächsten Bundesregierung, die EEG-Umlage möglichst ganz abzuschaffen, damit dieses Thema raus ist und die gesamte Finanzierung der erneuerbaren Energien einfach mal auf komplett neue Beine zu stellen. Denn, und damit schließt sich der Kreis, die erneuerbaren Energien sind ja wirtschaftlich. Es braucht keine Förderungen für erneuerbare Energien. Ich sehe das selber, wenn ich mich mit Menschen, Freunden, Bekannten unterhalte, die sich für eine PV-Anlage zum Beispiel interessieren, dann kommt immer die Frage, ja, was kriege ich denn da für eine Förderung? Und dann sage ich so, wozu brauchst du da eine Förderung? Du machst deinen eigenen Strom, der ist deutlich günstiger als der gekaufte. Du kannst ihn sogar speichern, das ist immer noch günstiger. Und du bekommst eine Einspeisevergütung. Das macht dann letztlich den Strom für dich auch günstiger. Du hast ja Einnahmen auf der einen Seite, die kannst du gegen deine Stromkosten auch mal gegenrechnen. Also was brauchst du eigentlich noch für eine Förderung? Du brauchst eigentlich nur einen Tritt in den Hintern, um es eigentlich endlich zu machen und es anzugehen und nicht lange rumzudiskutieren, sondern einfach auch mal selber das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache das jetzt. Und es ist dann egal, ob es eine kleine oder eine große Anlage ist. Hauptsache, du tust endlich etwas. Und das ist die Message, die ich zum Jahrestag der Fukushima-Katastrophe einfach mal an euch weitergeben will. Lasst euch also von Atomkraftbefürwortern nicht ins Boxhorn jagen. Guckt genau nach, wer ist das eigentlich? Welche Argumente werden da gebracht? Das sind immer wieder die gleichen. Wenn ihr Argumente für Diskussionen braucht, könnt ihr zum Beispiel auch mal bei Ausgestrahlt im Internet gucken. Als nur als Beispiel oder einfach nur euren gesunden Menschenverstand einschalten, denn der sagt klar und deutlich, Atomkraft, das ist kein Weg, der uns in die Zukunft führt, auch wenn einige Länder um uns herum jetzt doch mit dem Gedanken spielen, Atomkraftwerke zu bauen, dann sollten wir uns davon nicht beeinflussen lassen, sondern sollten als positives Beispiel vorangehen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der notwendigen Speichertechniken natürlich dazu, einem effizienten Umgang mit Energie. Auch hier mein Rat oder meine Bitte oder mein Tipp oder nehmt es, wie ihr es wollt, auch wenn ihr schon elektrisch zum Beispiel unterwegs seid mit dem Auto, auch hierbei vielleicht ein kleines bisschen auf den Verbrauch zu achten, auch wenn ihr insgesamt natürlich viel weniger Energie braucht, als wenn ihr mit einem Verbrenner unterwegs seid. Ja, das soll es für heute also gewesen sein. Wir gedenken ein wenig der Menschen, die umgekommen sind bei dieser Katastrophe. Viele Menschen, die dort in Japan gestorben sind, sind ja nicht infolge der Atomkatastrophe gestorben, sondern infolge des Tsunamis. Viele Menschen in Tschernobyl sind tatsächlich an den Strahlenfolgen gestorben. Das alles sollte uns Warnung genug sein, aus dieser Technik auszusteigen, nicht die Rolle rückwärts zu machen, jetzt wo uns die Klimaprobleme immer weiter anwachsen und uns bis zum Hals schon stehen, sondern diesen Weg konsequent als Deutschland weiterzugehen. Ich wünsche euch heute schon mal an diesem Freitag ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr auch hier heute wieder die Worte zum Freitag von mir euch mit angehört habt. Vielleicht habt ihr dazu einen interessanten Kommentar, dann schreibt es doch einfach mal hier unter das Video. Und ja, alle Atomkraftbefürworter brauchen eigentlich, ihr könnt schreiben, aber ihr braucht es eigentlich nicht zu tun, denn meine Meinung dazu steht fest. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Angucken. Wie gesagt, macht euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Freitag. Tschüss!